Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie sehen es mir nach, aber ich bin ausgesprochen froh, wenngleich mit einer parlamentarischen Mehrheit zur Entscheidung des anstehenden Gesetzentwurfs der FDP zur Frage der Entfristungsregelung nach § 39 Absatz 4 Landesplanungsgesetzes diese Angelegenheit endlich zu einem sinnvollen Ende gebracht wird. Und ich gehe davon aus, allein schon um wieder Planungssicherheit sowohl für den RVR als auch für die am regionalen Flächennutzungsplan beteiligten Ruhrgebietskommunen über den 31.12. diesen Jahres hinaus zu erreichen. Es geht heute bei der vorliegenden Beschlussfassung schlichtweg darum, wie es der geschätzte Kollege Brockes in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 26. August diesen Jahres zu Recht ausgeführt hat, um nicht offenen Auges in ein zeitliches Problem zu laufen. Das sehen übrigens alle Beteiligten, Herr Thiel hat es auch gerade angesprochen, auch so. Der RVR als zuständige Regionalplanungsbehörde, dem seit Oktober 2009 die Regionalplanungskompetenz übertragen wurde, sowie alle sechs Städte, die aktuell die Kompetenz für die regionale Flächennutzungsplan haben, und selbst die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, wie in ihrer Stellungnahme vom 10.8. diesen Jahres nachzulesen ist. Alle erkennen die formalrechtliche Notwendigkeit, die Befugnisse der Planungsgemeinschaft zur Änderung, Ergänzung und Aufhebung des RFNP über den 31.12. diesen Jahres hinaus sicherzustellen und sachgerecht zu verlängern. Eine Ausnahme bildet nach der Diskussion im Wirtschaftsausschuss, und die Auffassung hat sich ja hier auch gerade fortgesetzt, die CDU. Die Frage ist, warum eigentlich? Überzeugende Gründe, Herr Dr. Bergmann, wurden von Ihnen auch jetzt und heute nicht vorgetragen. Sich gedanklich nochmal vor Christa Toben zu stellen, die die Synchronisierung der sich verändernden Zuständigkeiten und die daraus resultierenden völlig unzureichende Personalausstattung des RVR seinerzeit nicht vollständig erkannt hat, ist aus Sicht der Grünen geschenkt. Da gibt es keinen Vorwurf und auch keinen Blick zurück, das sehen wir rein pragmatisch. Warum aber dann der Meinungsumschwung zur Haltung des FDP-Gesetzesentwurfs? In der ersten Behandlung des Themas im Plenum am 29.04. dieses Jahres, Herr Dr. Bergmann, haben Sie dem Antrag für die CDU noch zugestimmt. Ich zitiere mit Zustimmung des Präsidenten aus dem Plenarprotokoll vom 29.04.2015. Da die Ruhrgebietskommunen nach dem jetzigen Stand wohl auch über 2015 hinaus noch auf das Instrument des regionalen Flächennutzungsplanes zurückgreifen müssen, spricht vieles dafür, dem Gesetzentwurf der FDP zuzustimmen. Das tun wir von der CDU auch und freuen uns auf die Beratung im Ausschuss. Diese Aussage war und ist es weiterhin der Sachlage entsprechend. Warum Sie Ihre Meinung geändert haben, erschließt sich nicht wirklich. Sie sollten vielleicht etwas weniger Rücksicht nehmen auf die CDU-Fraktion im RVR. Dort hat die Ablehnung aus meiner Sicht persönliche, zum Teil emotionale, aber keine sachlich fundierten Gründe. Herr Kollege Goldmann, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hoffenjürgen zulassen? Aber natürlich. Ja, herzlichen Dank, lieber Kollege Goldmann. Herr Kollege Goldmann, sind Sie denn bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass beim Auslaufen des regionalen Flächennutzungsplans dieser in der Arbeit des RVR weiter Bestand hätte, dass also kein Vakuum entstünde und somit der RVR das täte, was ihm eigentlich zusteht, nämlich die Regionalplanung umsetzen und durchführen. Das, was wir jetzt hier beschließen sollen, von dem Sie das ja gemeinsam tragen wollen mit Grünen, SPD und FDP, damit stellen Sie sicher, dass sechs Städte alleine diesen Bereich bewirtschaften und der RVR nicht in der Gesamtplanung beteiligt ist. Natürlich ist es rein formalrechtlich so, dass dann der RVR an die Stelle der sechs Ruhrgebietsstädte infiltrieren würde und diese Aufgabe zwangsläufig wahrnehmen müsse. Nur, Herr Hoffenjürgen, als Vorsitzender der Verbandsversammlung des RVR wissen Sie doch in wie selbst, dass der RVR aktuell personell mit Blick auf die anstehenden Regionalplanaufstellungen überhaupt nicht in der Lage ist. Wir sind beide in verantwortlicher Position in Essen. Und beide wünschen wir uns, dass dies natürlich zeitnah ermöglicht wird. Würden Sie noch mal eine Frage des Kollegen? Okay, ja. Ich habe nur noch einen Satz, damit ich zu Ende. Nein.
Zum ändernden Hinweis. Ich hoffe, dass mit der heutigen Zustimmung zum FDP-Antrag der in diesem Hause so häufig erhobene Vorwurf etwas relativiert wird, dass die Regierungskoalition keine wichtigen und richtigen Ansätze der Opposition wahrnimmt und konstruktiv unterstützt. Genau hier und heute machen wir es, weil dieser Antrag der FDP in der Sache ist und allen Beteiligten weiterhilft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Goldmann. Für die FDP-Fraktion spricht Holger Ellerbrock.